So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Ich nehme das jetzt hier direkt nach der letzten Folge auf, wo wir die Stranger Things Pizza getestet haben. Ich habe schon gesagt, ich habe keine Ahnung, wo das herkommt. Ich gucke momentan Stranger Things. Durch Zufall gleichzeitig kam plötzlich die Stranger Things Pizza in die Werbung beim Edeka oder so. Mittlerweile dann auch beim Netto gelegen. Und was das jetzt genau ist, das solltet ihr mir in die Kommentare schreiben. Vielleicht habt ihr das gemacht. Wenn nicht, wer das hier nur sieht, was ist das? Was hat es damit auf sich? Stranger Things Surferboy Pizza. Ist es ein Lokal, was in den Staffeln gezeigt wird, vertreten wird, was eine große Rolle spielt? Ansonsten keine Ahnung. Letzte Folge hatten wir die Mac and Cheese Pizza. Wie die geschmeckt hat, habt ihr gesehen. Bei mir ist sie jetzt gerade im Ofen, während ich anmoderieren möchte, dass wir ja noch die zweite haben. Und das ist diese Crispy Bacon Jalapeno. Also hier das Design, was man schon von vielen anderen kennt, was irgendwie ein bisschen einheitlich ist, aber vielleicht ist das in amerikanischen Pizza-Restaurants so und Lieferdiensten. Es ist natürlich von Pizzatainment. Was auffällt, hier war das lila, hier ist es jetzt grün. Und hier auch die grüne Schrift, der Surferboy drauf, mit kurzer Hose, mit langer Frisur, mit Muskeln, surft er auf der Pizza rum. Ein Gewinnspiel ist vertreten, haben wir euch alles in der Mac & Cheese Pizza schon gezeigt. Könnt ihr T-Shirt gewinnen, Anstecker, dass ihr Mitarbeiter seid, Sticker-Set, Stoffbeutel, Figuren. Und jetzt habt ihr auch wieder ein super köstliches Bild hier hinten drauf. Und da sehe ich was, das ganze Crispy Bacon Jalapeno. Und wenn ich hier drauf gucke, das ist doch Ananas, oder? Da wird sich Pupsi aber freuen, die ist nämlich allergisch gegen Ananas. Die darf gar keine Ananas essen oder so. Hier steht also Pizza mit schnittfesten Mozzarella, Ananas, gebratenem Bauchspeck und marinierten Jalapenos. Das heißt, die klingt nicht nur als Sorte verdammt genial, die muss auch verdammt genial sein. Pizzatainment hat ja so viel Zeugs rausgebracht, wie gesagt, Ninja Turtles, Mario, Luigi, Batman Pizza hin und her, aber immer wieder machen die eine Käsesorte, eine Käsesorte, eine Käsesorte, du kannst es schon gar nicht mehr sehen. Mac and Cheese ist ja auch eher eine Käsesorte, aber halt noch mit Nudeln drauf, aber Nudeln haben ja eigentlich nicht so einen Geschmack. Röstzwiebeln ist ja was Besonderes, aber die Sorte so, habe ich noch nicht gesehen, da freue ich mich drauf. Crispy, Bacon, Jalapeno und so der Schärfe und zu dem Salzigen, zu dem Bacon, zu dem Wuchtigen, dann noch süße Ananas. Das muss ja auf jeden Fall was werden. Wir machen das jetzt hier auch mal auf, den Karton. Eigentlich müsste man diese ganzen Kartons nehmen, sammeln und sich die ganze Wand komplett zuhängen damit das aussieht wie bei irgendeinem Bekloppten. Also super, das wird auf jeden Fall passen. Ich habe immer noch die von Gustavo Gusto, 4 Fäuste für ein Halleluja, diese 4 verschiedenen Designs von der Bud Spencer Terenzil Käsepizza aufgehoben. Aber den Rest kann ich nicht. Den Rest muss ich euch jetzt mal kurz so zeigen. Wenn wir hier die Folie abmachen, irgendwie ist alles am Rand auf einmal, am Rand verteilt. Wir haben hier drin jetzt den Bacon, der rumfliegt. Wir sehen ganz, ganz viel Ananas, die überall hier rumscheppert. Wir haben ein paar kleine Jalapeno-Bröckchen drauf. Das könnte ruhig mehr sein. Aber wir müssen sie natürlich so genießen, wie sie ist. Wenn nicht, haben wir noch Tabasco, eigentlich haben wir auch Pfefferon, haben alles andere. Jetzt warten wir, bis die andere fertig ist, packen die rein und zeigen euch die mal, wenn die aus dem Ofen kommt und gucken mal, wie die schmeckt. Aber von der halte ich jetzt viel, habe große Erwartungen, dass das was wird. So, die nächste Surferboy Pizza ist fertig. Natürlich mit Crispy Bacon und Jalapeno. Die sieht jetzt so aus. Die hat viele gelbe Aspekte. Die hat grüne Aspekte, die hat rote Aspekte, also die sieht auf jeden Fall verdammt gut aus, muss ich sagen. Nicht so langweilig wie die andere, aber die riecht. Ich habe jetzt gerade mal dran gerochen, hier an der Ecke. Und dieser Bacon, der riecht ziemlich abartig. Und dann in Kombination mit der süßen Ananas, dieses säuerliche, das ergibt eine muffrige, säuerliche Note, die vom Geruch zumindest, naja, nicht so köstlich ist, würde ich mal sagen. Fürs Thumbnail müssen wir das jetzt trotzdem mal reinhalten. Das heißt, wir haben hier die Pizza, wir haben hier den Karton. Dann schmeißen wir den Karton weg. Und hier sieht es sogar so aus, dass hinten das alles ein bisschen heller ist und hier alles ein bisschen rötlicher und wuchtiger. Und dass hier die Jalapenos alles richtige Scheiben sind. Und hier sind es einfach nur einzelne Striemen, abgerissen, zerteilt, viel kleiner. Aber wir wollen ja keine Erbsen zählen. Wir wollen jetzt mal hier schauen,
Das Stück hier drüben fand ich nämlich gut. Hier ist recht wenig Bacon drauf, dafür aber viel Jalapenos und es ist sehr klein. Wir beißen mal hier rein, ihr seht, das steht wie eine 1. Das war länger im Ofen wie das andere, aber die war jetzt auch schon aufgetaut. Der Ofen war auch richtig knallheiß, deswegen selbst bei gleicher Zeit ist die natürlich jetzt mehr als der Rest. Wir beißen mal rein. Also ich merke sehr präsent auf jeden Fall das Ananasstückchen und im Nachhinein ein leichtes Bitzeln so von den Jalapenos, dass das Schärfe da ist, aber diese richtige Geschmacksexplosion bleibt gerade aus. Ich finde, ich hatte bei Mac and Cheese mehr Überraschungseffekt als jetzt hier, weil hier habe ich sowas erwartet und irgendwie kommt da kaum was so geschmacklich. Und das ist irgendwie immer so, wenn ich mich auf die deftige Pizza freue, bin ich enttäuscht. Von den Käsedingern erwarte ich meistens nichts. Bin positiv überrascht. Vielleicht sollte ich das mal rumdrehen. Wir beißen uns noch mal ein bisschen durch. Mal gucken, ob es sich noch mal verändert. So, jetzt habe ich natürlich ein bisschen präsenter die Jalapenos auch gehabt. Dafür jetzt weniger süß von den Ananas. Aber was jetzt stark auch durchkommt, ist dieses Muffige von dem Bacon. Das habe ich manchmal, wenn man so Schinkenpizza hat. Dass das so richtig so, oh, das muchtet so komisch, das hat so einen ganz komischen eigenen Geschmack. Das ist bei Salami eigentlich nie so, die schmeckt fast immer gleich, aber manchmal ist Schinken schmeckt gut, manchmal ist Schinken so richtig störend einfach, wo man sich sagt, die Pizza schmeckt gut, aber ohne den Schinken wäre es besser. So habe ich manchmal den Eindruck, aber bei einer Schinkenpizza ohne Schinken, da bleibt ja eigentlich nur sozusagen Margarita übrig. Also das ist gerade ein bisschen komisch. Ich freue mich natürlich über die Ananas. Zu dem Wuchtigen, aber das Wuchtige ist muchtig, also da würde ich mir lieber vom Dönermann des Vertrauens wohl eine Sucuk-Pizza holen und da noch Ananas drauf machen lassen. Dann habe ich richtig schön kräftig Wuchtiges mit Süße, mit Schärfe vereint, wenn ich mir noch was drauf mache alles. So habe ich mir das vorgestellt, aber so ist es leider nicht. Wir werden jetzt mal ein bisschen am Rand rumfummeln, uns schon mal das Tabasco-Stück suchen. Vor allem, was auch interessant ist, wenn man jetzt hinten drauf guckt, also es ist ja eine Crispy Bacon Jalapeno. Bacon, also Bauchspeck, sind 5,5% da drauf. Jalapenos sind 5,5% da drauf. Und Ananas sind 8,8%. Obwohl hier gar nichts von Ananas draufsteht, ist mehr Ananas drauf als Bacon und als Jalapenos. Und das ist interessant. Ich habe Marie auch gefragt, ob sie dann auch davon ein Stück will. Sie sagt, nein, das mag sie nicht. Sie mag auch keine Ananas. Ich habe Pupsi ja gefragt. Die will ja auch nichts, was mit Ananas ist. Und der Bauchspeck, der schreckt sie auch ab. Das heißt, ich muss jetzt die ganze Pizza alleine essen, nachdem ich vorhin die halbe von dem anderen im Prinzip gegessen habe. Und dann ist das auch noch die, die nicht so gut ist. Da hätte ich lieber noch eine Mac and Cheese als die. Also, es ist nicht die schlimmste Pizza der Welt. Wer gerne Bauchspeck sowieso isst oder Bauchscheiben oder irgendwas, der sagt, den Geschmack kenne ich, der Geschmack, der turnt mich an, den mag ich, den brauche ich. Für mich ist es jetzt leider gegen meine Erwartungen. Ich habe den Geschmack jetzt anders gehofft. Es ist jetzt so, wie es ist. Das ist jetzt eine, die würde ich mir nicht nochmal holen. Aber sie ist trotzdem okay. Also der Boden passt. Die einzelnen Zutaten schmecken so, wie sie schmecken sollen. Liegt ja an mir, dass ich dann was anderes erwarte. Bauchspeck, Bauchspeck. Wahrscheinlich habe ich immer zu an, ich weiß nicht, an was ich gedacht habe. Auf jeden Fall ist es jetzt nicht das, wie ich das jetzt brauche. Jetzt nehme ich mir hier drüben nochmal das. Das habe ich auch schön gerade. Da machen wir uns jetzt nochmal Tabasco drauf. Probieren nochmal damit, ob das ein bisschen vielleicht von dem Bacon-Geschmack ablenkt. Und wir das dann besser essen können. Es wird Tabasco, Essig und Ananassäure vereinen. Also hier passt das Tabasco auf jeden Fall besser dazu als zum Mac and Cheese. Die Mac and Cheese müsst ihr wirklich so genießen. Hier könnt ihr euch noch was drauf machen. Da ist ja eh schon ein bisschen Schärfe da durch die Jalapenos. Aber im Endeffekt kommt bei mir trotzdem wieder der Bauchspeck durch. Den kriege ich nicht weg. Deswegen keine Pizza mit Bauchspeck für mich. Für euch vielleicht, schreibt es mal rein. Kennt ihr, habt ihr die irgendwo mal gesehen? Ist das eure neue Lieblingssorte? Crispy Bacon Jalapeno Stranger Things Server Pizza Boy?
Surfer Boy Pizza meine ich natürlich von Pizza Tayman. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.